Ja, ein herzliches Willkommen zurück hier auf dem Planet Giant Roosters. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nach einer Woche Pause geht es jetzt weiter mit Oxygen Not Included. Ich freue mich darauf, wieder nach dem Update dabei zu sein. Was beinhaltete das Update? Ganz ehrlich, ich weiß es noch nicht ganz so. Auf alle Fälle, Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo das ist. Kriegen wir jetzt Hüte für bestimmte Berufsgruppen? Es gibt jetzt Berufsgruppeneinteilungen, die dann aufgeteilt werden. Nein. Genau, hier, Jobsport. Eine Farmstation. Okay. So. Oha. Gut. Ja, dementsprechend levelt man dann im Beruf. Da wird dann auch weitergemacht oder wird dann dementsprechend weiter. Ja. Kriegt man halt Erfahrungspunkte, die kriegen dann dementsprechend Hüte. Richtig coole Sache, finde ich. Also muss ich mal gucken, was habe ich hier priorisiert? Ich habe eigentlich gar nichts spezifisch priorisiert, finde ich. Stelle ich gerade fest. Wir haben auf alle Fälle hier unten das Kohlekraftwerk, was uns jetzt erstmal mit genügend Energie versorgt. Hier scheint was kaputt zu sein. Aber ich weiß gerade nicht, was. Ja, was ist jetzt. Okay, Novi's Research ist erreicht. Was? Colony Lex Research Assistance Scientist. Okay. Müssen erstmal ganz kurz gucken, wer dafür zuständig ist. Oha, ihr seht, das Shop-Interface hat sich dezent geändert. Gut, okay, wir brauchen ein Bild. Genau, das werden wir definitiv machen. Und ihr seht, hier gibt es schon dezente Boni drauf. Was auch immer das dann dementsprechend. Ah, okay. Dementsprechend, wer der ganze Chef von davon ist und so. Krasser Scheiß. Okay. Wir werden das mal laufen lassen. Wir brauchen jetzt unbedingt das Shopboard. Auf jeden Fall. Und nach einer kurzen Unterbrechung bin ich auch wieder da. Wir müssen mir gerade bloß die Nase putzen. Ja. Da gibt es so eine schöne Aufnahmepause-Funktion. Die finde ich extrem praktisch. Okay, wir haben wieder etwas Metall. Ein Jobspot haben wir, eine Farmstation. This building is necessary component of the greenhouse room. Gibt es jetzt eigentlich neue Räume? Ey, geil, wir haben neue Räume. Power Plant. Power Control Station. Was? Within the Power Plant. Improving the Production Greenhouse. Krass. Recreation Room. Leisure Time will relieve additional stress for duplicates inside a recreation room. Okay. Also die Latrine, die haben wir ja schon. Die Baracken, also hier die Schlafräume, die haben wir ja. Medbay haben wir. Guck an. Die Massagetische gehören jetzt nicht mehr dazu. Krass. Müssen wir die jetzt auch rausnehmen? Okay. Gut. Dann nehmen wir die Massagetische raus und stellen die halt einfach.
stellen die halt woanders hin. Deconstruct all. So, dann machen wir den Deconstruct dahin. Okay, wir haben jetzt unser Job Center da. Und das machen wir auch direkt so. La Luna. Research Assistant, definitiv. Kloppo. Qualified for the Goofa Position. Okay. Gehst du dahin? Apprentice Architect. Yep. Unser unser P-Freak wird Bears und Club teilen sich wieder mal was. Unser Troy wird. Unser Troy wird zu Chef. Groundskeeper wird unser Grim Reaper. Ray wird. Ich weiß nicht. Komm, du teilst dir mit dem Grim Reaper 1. Falke teilt sich mit dem. Nee, Falke nimm mal raus da. Du bist auch Research Assistant. Unser Hexadel wird Art Student. Unser Baum wird Miner. Micha wird hundertprozentig Miner und unser Harle wird, der wird definitiv auch Sous-Chef. Pass auf, unser General Engineer wird Burst. Und Farming. Komm, Farming macht unser Falke. Da kümmert sich die Laluna erstmal um das Ganze erforschen. So. Wer waren unsere Schnarcher? Guck mal, Laluna hat jetzt einen so schönen Helm. Guck mal. Niedlich. So. Wer waren unsere Schnarcher? Das war einmal unser Falke. Na, guck mal, Troy, unser Schulzuschiff. Also unser Falke ist unser. Ist einer unserer Schnarcher. Und unser Grim Reaper. Sorry Jungs für die Umstände, aber das muss so sein. Oh verdammt, das habe ich vergessen, schnell zu machen während der Nacht. Egal! Dann kommt das Bett hier noch weg. Die drei Betten kommen weg und dann werden hier jeweils vier nochmal hingestellt. Deconstruct. So, Furniture, Gott. So. Leute, aufstehen! Aber jetzt schlafen die wenigstens mal länger. Das ist gut. Guck mal, wie die sich freuen, wenn die jetzt ihren Job haben.
Na, oh, ist das süß. Och, ist das. Ey, das ist voll niedlich. Die Animationen gefallen mir richtig gut. So, Hexe? Hexe? Okay. So, ist jetzt der Raum? Ja, der Raum ist wieder reine Medizinzone. Muss ich mal ganz kurz was gucken. Medbett ist 3 breit. Pass auf, da setzen wir noch ein Medbett hin. Und da kommen die Massagetische 1, 2, 3, 4 Stück hier hin. Und wir haben neue Research-Teile freigeschalten und wir researchen weiter. Sand into raw minerals, nein. Smelting, use this for run speed, ne, auch nicht unbedingt. Improve, passt auf, wir werden das jetzt hier machen. Ja, weil mit Temperaturen haben wir noch nicht so viel am Hut. Mit Automatisierung habe ich mich weiter ehrlich gesagt auch noch nicht befasst. Minigas Pump. Pass auf, wir machen einfach das. Okay, Power Wire. So, hätten wir das auch geklärt. Nein, 2, 3. Genau. Okay, und so langsam müssen wir hier oben unsere Natural Gas. Okay. Unsere Pumpe hinsetzen. Das oder unsere Verarbeitungsstation sozusagen. So, dann setzen. Was ist das hier eigentlich alles? Polluted Oxygen. Okay, pass auf. Dann sorgen wir jetzt erstmal dafür. Deodorizer setzen wir auch dazu. So, Power Wire. Ganz klar. So, jetzt machen wir noch Plumbing. Liquid Pipes brauchen wir nämlich. Nochmal das ganz einfach. So. Sieht vielleicht nicht ganz so schön aus, ist aber das Effektivste, was wir momentan machen können. Polluted Oxygen. Das ist halt immer noch so eine Sache. Wir kriegen zum Beispiel das Polluted Oxygen, was jetzt hier in den Gefäßen, das kriegen wir halt nicht weg. Oha. Wir brauchen mehr Lagerkapazitäten. Dann wird das hier unser Lagerraum.
dann wird das unser Lagerraum. Dass wir da noch mehr von den Dingen einsetzen können. Guckt mal, jetzt hat Hexa. Das verschwindet jetzt erstmal verhört, aber Hexa hat jetzt auch ihren Hut, ihre Kappe. Ach, eine schöne Kappe. Stress ist bei 23, so. Wir machen bei 15 Beginn. Wir machen es zweimal ab 15. Einmal ab 5 für die Akuten. Effekt Falkehalle. Grim Hex, Alter, okay. Da hat schon wieder jemand eingepiescht. Leute, das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Alter! Bärs! Du gehst gleich in die Jauchegrube. Meine Herren, ey. Kannst du nicht weitergehen, Leute. Ah, okay, gut. Alles klar. Vergessen, dass wir da schon was hingesetzt haben. So, Furniture, Utilities. So, unser Lagerraum. Und dann werde ich mal gucken, dass wir dann unseren Powerplant machen. Ein Greenhouse auf alle Fälle auch. Weil wir wollen ja uns dann selber versorgen, wollen ja dann Nahrung selber herstellen und so. Building Croken. Achso, ja. Ist halt manchmal so, wenn da Leute in diverse Gruben gepiescht haben, die da eigentlich für Wasserversorgung sein sollten. Recreation Room. Was auch immer das der Recreation Room ist, ich hab, oder was Recreation ist, habe ich absolut null Ahnung. So, wir gucken uns jetzt mal an. Zum Beispiel, der Luna ist jetzt bei 26%. 26 fucking Prozent. Krasser Scheiß. Hoppala. P-Freak ist schon bei 12%. Krass. Und dementsprechend können die sich dann hier halt hier hocharbeiten. Und haben dann halt dementsprechend Boni, Duplicates employed in the tier desires better than average food. Oh, nice. Duplicates, descent food. Sehr erfahrt. Krass. So, liebe Leute, jetzt geht erstmal schlafen, genau. Bin gerade am Überlegen, ob wirklich vier Toiletten gerade mal reichen. Oder ob mehr notwendig sind. Sein müssten. Okay. Aber ich glaube, das soll es auch erstmal für die erste Folge heute gewesen sein. Ja, sind schon wieder bei 20 Minuten.
vielen Dank, dass ihr hier wieder reingeschaut habt. Vielen, vielen Dank, dass ihr die Woche gewartet habt, bis das Update draußen war. Vielen Dank an die Leute, die bei den Streams dabei waren. Es hat mich echt mega gefreut. Ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet. Und verabschiede mich erstmal bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen und bye bye, macht's gut.